Und ein herzliches Willkommen zu einem, ja, wie soll ich sagen? Ach, ich bin ja da unten, stimmt. Zu einem Testlauf wegen eines Wunsches von Videorekt, glaube ich, war das. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, Entschuldigung. Er hat sich gewünscht, dass ich doch mal bitte Fortnite spiele und aufnehme. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier zwei, dreimal reingeladen. Es ist lustig, aber nicht so ganz meins. Ich werde es dann natürlich trotzdem mal aufnehmen, so drei, vier Folgen, je nachdem, wie lange ich drin bleibe, lebend. Und ja, ich hoffe, es gefällt dir, lieber Abonnent. Und ja, ich kenne mich als Minispieler nicht so aus. Ich kenne so ein ähnliches, das ist PlayerUnknown's Battleground. Oder wie auch immer das heißt, aber mobile Version, auch so auf dem Handy. Und das ist hier ist ja eigentlich genauso, nur mit viel mehr Schwachsinn mit dazu, sage ich jetzt mal so. Eben gerade bei einem Testlauf, da hat jemand eine Disco-Kugel geworfen oder sowas, keine Ahnung, da musste ich tanzen und der hat mich dann abgeschossen, keine Ahnung. Also viel Blödsinn mit drin, ne? Damit es halt lustig wirkt, aber ich kenne mich wie gesagt da damit überhaupt nicht aus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es alles gibt, was es für Möglichkeiten gibt, was passieren kann. Ich renne da jetzt einfach mal drin rum und guck mal, dass ich überlebe und dass ich irgendjemanden umnieten kann und gut ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung im Video direkt. Wir spielen jetzt einfach mal. Ich habe mich jetzt halt für unten links entschieden, also mich persönlich jetzt in der Ecke. Da oben rechts ist die Karte, unten rechts habe ich dann die Waffen und sowas und oben links, ja gut, da sehe ich meinen Teamkameraden, das ist... Unten links sind irgendwie so Chat-Nachrichten oder sowas, die brauche ich nicht. Ich kenne da drin eh keinen. Oh, jetzt habe ich lange Haare. Tja. Mal schauen, wie es wird. Wie kann man sich dann überhaupt hinlegen? Nee, das ist bauen. Ich habe keine Ahnung. Also knien kann man sich, aber wie kann man sich hinlegen? Ja. Huch. Ich glaube, ich habe gerade den Teamchat angemacht. Keine Ahnung. Okay, der Disco-Bus ist jetzt schon unterwegs. Wir gehen einfach mal hier hinten hin. Ich kenne die Leute eh nicht, mit denen ich das spiele. Von daher. Ich hoffe, mein Mikro hören die jetzt nicht. Hier sieht es schön sehen, ruhig aus. Vielleicht überlebe ich hier eine Weile. Ich muss jetzt nur noch irgendwie runterkommen. Und wie man es natürlich so kennt bei mir, ist alles natürlich auf Ultra, sogar 4K. Und ja, gucken wir mal. Also das Spiel sieht an sich ja ganz nett aus. Verbannt. Mit dem Bauen kenne ich mich jetzt nicht aus übrigens. Will ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. So, schauen wir uns noch ein bisschen um. Oder kann man diese lustigen Autos fahren? Ich weiß nicht. Nee, kann man nicht. Die Autos sehen cool aus. Die gefallen mir. Tja, ich kenne ja, sage ich jetzt mal, so Shooter-Games kenne ich zwar schon, aber jetzt nicht in dieser Art. Okay. Eine riesige Toilette. Okay. nee, falscher Knopf. So. Dann rennen wir einfach mal drauf los. Richtung Safe Zone. Wir haben ja jetzt ein paar Waffen.
Ich höre den Chat von den anderen noch mit, wie es aussieht. Aber ich kenne ja sowieso keinen. Oh. Okay. Das heißt, ich bin schon mal tot. Dann gehen wir noch direkt zur Lobby wieder zurück. Tja. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel nicht so wirklich aus. Und hier sind, das ist ja so ein beliebtes Spiel. Da sind hier natürlich auch dementsprechend, was soll ich was für Hardcore-Gamer mit drin. Das habe ich ja schon alles mal mitbekommen. Ich glaube, da habe ich nur Chancen, nicht als Noob. Also, ja. Ich habe mir zwar auch getroffen, das war dann eigentlich doch ganz gut, aber es hatte wohl nicht gereicht. So. Nächster Versuch. Oh, jetzt haben wir eine Frau. Oh, da hat wieder schon jemand so einen Chat an. Hello, hello, hello. Im Italien. Es sind lauter Kinder online, ey. In 10 Minuten geht's los, immerhin. Also die Idee dahinter schon verrückt. Boah, was alle da schon runterspringen, ey. Sind doch alle verrückt. Was meinst du, was, wie viele da schon direkt sterben werden? Na gut. Dann gehen wir jetzt auch mal raus. Ich glaube, ich bin ganz allein. Okay. Ich würde gern schneller runtergehen. Oh, guck mal, die lila eine Waffe. Die will ich haben. Hui. Oh. Lara Croft-Stil. Ich höre hier irgendwo jemanden. Komm raus, ich hab dich gesehen. Okay. Alles klar. Okay,
Versuchen wir es halt weiterhin. Vido Rex, es tut mir so leid. Ich bin einfach nicht so gut da drin. Auf direkt ab ins nächste Level. Das nächste Spiel. Vido Rex, genau, das war dein Name. Gerade mal nachgeschaut. Ja, also ich bin jetzt zwar eine große Enttäuschung für dich, aber ich hoffe, du bist zufrieden. Immerhin, ich beuge mich euren Wünschen. Und mache... Und erfüllt euch sogar diese Wünsche. Oh, fucking noobs again. So, geht schon los. Ich meine, die Grafik ist ja schon ganz nett, oder? Die sieht ja schon ganz schön aus. Ich wäre jetzt eigentlich da hinten auf die Insel gesprungen. Die sieht schöner aus. Dass sie da alle rausspringen. Was ist eigentlich, wenn ich da hinten auf die Insel gehe? Ja, das probieren wir doch mal aus. Ich will mal wissen, ob man da hin kann. Das Spiel ist verrückt, also bin ich auch mal verrückt. Ne, hast du, um den Fallschirm zu schließen. Ach, das geht auch nochmal. Okay. Wahrscheinlich wegen gewisser Höhe. Ach, das ist die Vorbereitungsinsel. Ja, cool. Da überlebe ich jetzt aber relativ lang, denke ich mal. Bin ja wieder am Zurücksegeln. Ach naja, bin ich trotzdem aber relativ nah am Kreis dran. An der Safe Zone. Oh, was Goldenes. Eine schallgedämpfte Pistole. Okay. Die ist Gold. Ich glaube, ich bin hier Mutterseen allein. Keine Ahnung, was ich da jetzt aufgesammelt habe. Einfach ein bisschen alles einsammeln. Gibt es denn sonst noch was Cooles? Ich meine, ich lande ja plötzlich scheinbar immer irgendwo dort, wo es seltene Sachen zu finden gibt. Oh, Medikit. Eine Toilettenfabrik. Cool. Oh ja. Hier wünscht man sich doch zu arbeiten. Sind die vollgeschissen oder was? Weil die so braun sind. Ah. Oh, was haben wir denn da noch? Hochmoderne Toiletten, okay. Cool.
Aber nichts Wahres, was ich gebrauchen könnte. Oh, der Sturm zieht auf. Ich bin ja ziemlich nah am Rand, also von daher müsste ich jetzt mal schnell da entlang laufen. Schau mal an, und schon leben nur noch 47 Leute. Aus meiner Truppe bin ich sogar noch der Einzige. Und alles nur, weil ich so schön weit nach außen geflogen bin. Aber es sieht schon geil aus, wie so ein Meer noch am Himmel. Das ist cool. Gibt's gar keine Musik? Mit was soll man da durchfahren? Du Schüpfen funktioniert ja. Hier haben wir noch eine ganz gute, oder? Ach egal. Ich werde mit Sicherheit sowieso nicht lange überleben. Ich muss nur mal schauen, wo hier die Leute sind. Mit irgendetwas zoomen geht nicht, ne? Habe ich die falschen Waffen für? Ich überlebe mal länger. Das wird das beste Spiel von mir. Aber die Umgebung ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Sieht toll aus. Okay, das reinste Chaos hier. Also wo man sich hier überall verstecken kann und sowas. Gibt's hier Minen? Okay, was hier alles gibt. Eigentlich wollte ich da auf den Berg hoch. Von da oben hat man bestimmt eine schöne Aussicht. Aber ganz ehrlich, ich habe null Ahnung, wie ich da hochkomme. Was, man kann hier doch irgendwie was bauen, ne? Oh, kein Holz mehr. Okay. Nee, da komme ich nicht hoch. So, tut mir leid, so ist es natürlich etwas langweilig, wenn ich hier nur rumspaziere und ich finde nichts. Hui. Vielleicht bringen sich ja die letzten, vorletzten zwei dann gleichzeitig selbst um. Beide schießen sie gleichzeitig, weiß und treffen sich gleichzeitig im Kopf oder so. Und dann habe ich gewonnen, ohne dass ich jemanden umgebracht habe. Das wäre natürlich auch cool. Ein bisschen lauschen. Hör ich jemanden? Hör ich was? Nee. Da hinten ist einer, aber treffe ich von hier aus nicht.
Ja, trifft er mich. Es ist halt blöd, dass man nicht wirklich... Oh Scheiße, wenn ich da runterfahre, bin ich doch tot, oder? Müssen wir hier lang laufen. Bringt alles nichts. Aber die Wand kommt auch bald nah. Oh, das ging ein bisschen auf die Gesundheit, siehst du? Na, immerhin bin ich jetzt schon mal in der Safe Zone. Gibt es so viele spezielle Sachen, wovon ich null Ahnung habe? Okay, da komme ich so nicht hoch. Überall bauen sich die Leute was. Haben wohl Angst, irgendwo gesehen zu werden oder so. Kann man nicht rauslaufen. So, noch 19 Spieler. Hey, ich gehöre fast unter den 10. Ersten 10. Wo sind die denn schon wieder hin? Hm. Oh. Ich gehe mal wieder in die Selbstzone. Sollen die sich ruhig die Kämpfer wegschießen? Ja, ich weiß, so ist das Spiel natürlich langweilig. Mhm. Wenn man blaue Pilze isst, kriegt man mehr Schutzschild. Ich bin aber doch eher so der realistische Spieler. Also Battle... wie war das? Player Unknowns Battleground. Das ist mehr realistisch angehaucht.
Hier kommt echt keiner lang. Na gut, ob ich das auch wirklich will, dass jemand langkommt, ich weiß ja nicht. Ich glaube, da hat mich schon irgendjemand gesehen. Bitte wo? Von dort oben vielleicht, ne? Wo ist denn der komische Kerl? Ha! Ich habe einen umgebracht. Wie geil. Hält bestimmt nicht ewig. Keine Ahnung, was ich da alles einsammeln. Hey, mein erster Kill. Oh, ich bin fast tot, merke ich gerade. Wo brauche ich dafür lang? So, erwische ich vielleicht noch einen? Da hinten sind welche. Aber gut, die interessieren mich nicht. Sind zu weit weg. Oh, okay. So schnell kann's gehen. Na gut, okay. Wir lassen es mal mit der Aufnahme sein. Das war Fortnite mit von Lyra Gamblers als Hobby, als Testlauf. Ich hoffe, Evilorekt, du bist zufrieden, dass ich auch mal auf deinen Wunsch eingegangen bin. Hab's mal gespielt. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so gut da drin. Ich habe da echt keine null Ahnung, was da alles möglich ist, was man da machen kann. Das ist mir völlig neu. Okay. Das ist mir völlig neu, also von daher tut mir leid, falls ich dich damit nicht zufrieden stelle. Aber ich glaube, ich werde da auch so schnell nicht durchblicken. Okay. Ja, das war wie gesagt Fortnite. Ein Bonusvideo, sage ich jetzt einfach mal, mit von Lyra Gamblers als Hobby. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei einem anderen Let's Play von mir. Viel Spaß noch. Tschüss.